Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel Aoya. Der Podcast für ein Ja zu dir und ein Ja zum Leben. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute gibt es ein tolles Interview zum Thema Freiheit für hochsensible Menschen oder Freiheit mit Hochsensibilität. Und dazu ist heute Detlef Wirth im Interview, der den Menschen mit Direct Healing hilft und besonders auch den hochsensiblen Menschen hilft, für die er ein besonderes Faible hat, sich zu befreien von Problemen, auch von emotionalen Problemen, von Schmerzen körperlicher Art, psychischer Art, mit einer Fähigkeit, an die er uns erinnert, die in uns allen sowieso vorhanden ist. Und das finde ich ganz wertvoll und ganz schön und freue mich sehr auf dieses Interview. Und diese Woche ist wieder eine neue Hochsensibel-Launch, ein neues Video online gegangen zum Thema Selbstermächtigung. Wie du gut in deiner Kraft bleiben kannst, wenn du mit bedürftigen Menschen arbeitest. Die Anfrage kam von Alexandra, die mit Kindern arbeitet und die da sehr gefordert war, aber auch gleichzeitig den Job sehr gerne macht. Und da haben wir wieder einige Inspirationen zusammengestellt, die dir helfen können, dann auch in deiner Kraft zu bleiben. Schau dir das an auf YouTube oder Facebook findest du das oder auf LinkedIn gibt es auch dieses Video. Immer unter dem Thema hochsensibel / Aoya. Und jetzt freue ich mich sehr, dir dieses Interview vorzustellen mit Detlef Wirth und dem Direct Healing, für den es eine große Herzensangelegenheit ist, hochsensiblen Menschen zu helfen, weil aus seiner Sicht die Menschen mit einer großen Sensibilität auch eine besondere Aufgabe haben und dem Gesamt oder für das Gesamtwohl ganz viel tun können, durch die besonderen Fähigkeiten, die eine große Sensibilität mit sich bringen. Und damit wir diese besonderen Aufgaben auch für alle übernehmen können, muss es natürlich auch selber gut gehen. Und da will er uns helfen, oder tut er auch schon, uns an eine Fähigkeit zu erinnern, die wir sowieso alle in uns tragen und die ganz leicht geht, wenn wir es geübt sind. Und er zeigt uns, wie das geht und hat damit ganz große Erfolge. Ich wünsche dir jetzt viel Freude und Inspiration mit diesem Interview mit Detlef Wirth. Ich begrüße heute ganz herzlich Detlef Wirth zum Interview. Hallo Detlef. Hallo Stefanie. Ich finde das ganz toll, dass du mich heute hier interviewst und ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar. Ja, und ich dir auch, weil das ist so schön, was du anbietest und ich wollte das so gerne auch jetzt, nachdem ich das selber kennengelernt habe, vor allem gerne den Hörern hier vorstellen. Du hast Direct Healing entwickelt und hast damit ganz großartige Erfolge und von daher, ich habe es selber auch kennengelernt, wie wunderbar befreiend das gewirkt hat. Und von daher wollte ich dich gerne bitten, das hier heute mal vorzustellen, weil du ja auch ein besonderes Faible für die hochsensiblen Menschen hast. Und kannst du dich vielleicht einfach mal am Anfang kurz vorstellen, für die, die dich nicht kennen? Ja, also mein Name ist Detlef Wirth, ich bin 66 Jahre alt, habe eine Vergangenheit als Beamter und Ingenieur hinter mir und eigene Probleme im Leben, die sehr heftig waren, haben mich dann in den Bereich der Heilung geführt. Als Ingenieur habe ich mich immer gefragt, wie funktioniert eigentlich Heilung? Meine Seele war sehr stark belastet. Wie funktioniert Seelenheilung? Und
ich war da selber auch 11 Wochen, weil ich so stark belastet war, in einer psychosomatischen Klinik, sogar in einer spirituellen Klinik. Und dort konnte man mir aber keine Antwort geben darauf, wie die Seele heilt. Sie sagten nur, ja, da müssen Sie sich an eine andere Instanz wenden. Das habe ich gemacht. Und seitdem bekomme ich Informationen. Sogar noch in der Klinik habe ich eine Verbindung gehabt zu Jesus und da habe ich sehr, sehr viele Informationen bekommen über Seelenheilung und das begleitet mich jetzt seit 2005. 2007 und 2008 war ich bei Brandon Bass in der Ausbildung zu Journey und das ist ein wundervoller Weg, um einzelne Situationen wirklich aus der Tiefe heraus auf Zellebene aufzulösen. Und als Ingenieur habe ich mich immer gefragt, ja, es muss noch einfacher gehen. Es muss auch etwas sein, was wirklich noch nachhaltiger ist und auch, wo die Menschen selber was machen können. So. Und ich stelle mir immer so vor, wir brauchen ja einen riesigen Wandel auf der Welt. Und zwar das Bewusstsein eigentlich von allen Menschen muss sich ja ändern. Aber es kann doch nur immer nur eine kleine Gruppe überhaupt solche Arbeit machen, sich selber. Also es muss eigentlich etwas geben, wenn es zu einem ganz großen Wandel kommen soll, was sowas von einfach ist und was auch über die einzelne Person hinausgeht. Und da bekam ich dann während einer Begleitung von einem Patienten so Hinweise auf einen anderen Weg der Heilung. Und zwar, da war ein Mensch vor mir und der hatte sehr viel Angst und dann wurde mir so eingegeben, oh Mann, fühl doch jetzt mal im Körper, wo könnte denn die Angst sitzen bei dir? Okay, gut. Und die saß dann im Bauch. Okay, aber nimm mal die Hände auf deinen Bauch und spür mal rein und fühl einfach mal, wie stark da die Angst ist. Und was wäre, wenn du erlaubst, dass sie wirklich noch stärker wird? Die ganze Angst, die du jemals hattest und die vielleicht auch noch von deinen Vorfahren. Und dann zähle ich bis 3 und bei 3 erlaubst du einfach, dass es rausgeht. So, vorher hat er noch gedrückt und plötzlich ging eine Energie raus. Und die hatte eine Farbe, die war dunkel und die ging in die Erde rein. Und habe ich gesagt, okay, gut, da ist ein Kamerateam, geht mit, du musst da selber nicht rein. Und du kriegst alles auf dem inneren Bildschirm gezeigt, wo das hingeht. Und die Energie ging bis zum Erdmittelpunkt, verwandelte sich dort, wurde dort verbrannt und stieg als lichtvolle Energie auf. Und da habe ich gesagt, oh, bei, willst du die dann zurückhaben? Ja, sagt er, na klar. Und dann kam die in seinen Körper zurück. Und er spürte das körperlich und die Angst war weg. Boah. Ja. Wow. Und körperlich spürte er eine Veränderung. Es war so ein Kribbeln in seinem ganzen Körper. Dann habe ich gesagt, und wie ist es jetzt mit den alten Situationen der Angst? Ach, die fühlen sich jetzt neutral an. Okay, also in dem Moment ist also da Direct Healing geboren worden. Das war 2010. Und inzwischen hat sich das riesig weiterentwickelt. Immer nach dem Gleichen. Es ist einfach nur die Hingabe. Und wir brauchen nichts tun. Wir machen nur eins, wir nehmen nur wahr, was ist da an Unangenehmen oder auch Schönem, können wir auch hingeben, aber erstmal Unangenehmen in meinem Körper. Was macht das mit dem Herz? Was macht das mit dem Kopf? Und dann erlaube ich nur, dass diese Energie oder Bewusstsein aus mich rausgeht. Und ich bin nur noch der Beobachter. Ich mache gar nichts. In diesem göttlichen Feld wird es immer transformiert. Und da muss ich nur noch erlauben, dass es wieder zurückkommt. Es kommt in den Körper rein, verändert meinen Körper und die Chakren sind transformiert, die Vorleben sind transformiert, die Ahnen sind transformiert, Schmerzen, Bewusstsein von Krankheiten. Alles kann, die Trennung vom Göttlichen, alles kann in eine Transformation gehen. Immer nach dem gleichen Muster. Die transformierte Energie kommt wieder zurück. Ja, die transformierte Energie kommt zurück. Die kommt wieder zurück. Und du hast das eben beschrieben, du gibst das ab an das Göttliche, an Gott. Also für mich ist das auch ganz leicht, weil ich bin auf die Welt gekommen mit einem ganz starken Glauben und auch Gefühl von Verbundenheit mit Gott. Aber es gibt ja viele Menschen, die haben da ein Problem oder das heißt, sie haben ein Problem, die glauben nicht an Gott oder es ist schwierig, auch dieses ganze Thema. Wie gehst du dann damit um, wenn Menschen hinkommen und sie haben Schwierigkeiten, darauf zu vertrauen, dass da etwas gibt, was ihnen hilft, das zu verwandeln oder diese Energie zu transformieren? Also, dann spreche ich natürlich gar nicht von Gott. Mhm. Und ich sage einfach, okay, bist du bereit, mal was Neues auszuprobieren? Mhm. Was wäre, wenn du das einfach abgeben könntest? So. Und dann, machen wir nur diesen ersten Prozess. Okay, und
jetzt, boah, bei 1, 2, 3, 3, wow. Ne? Was passiert jetzt? Ja. Ja, jetzt fühle ich mich leichter. Okay. Und dann, ja, und Energie kann sich ja nicht auflösen. Wo ist sie denn geblieben? Ah ja, ich spüre oder sehe jetzt was mit geschlossenen Augen. Es ist nach draußen gegangen, in die Natur. So, und dann die okay. beobachten das einfach, was da passiert. Da muss nichts von Gott gesagt werden, überhaupt nicht. Merken die, das transformiert sich und kommt dann zurück und verändert sich. Das wird im Coaching angewandt und auch in der Klinik war es ein 72-Jähriger. Mit dem habe ich nie, gar nichts vorher erzählt, wie das Ganze funktioniert, sondern, das ist hochinteressant, er hatte wahnsinnige Schmerzen, er hatte Metastasen schon in seiner Wirbelsäule, konnte sich kaum noch bewegen, kam mit dem Rollator schmerzverzerrt aus seinem Bad, als wir bei der Visite waren, er setzte sich auf sein Bett. Ich habe gesagt, wollen wir was machen gegen die Schmerzen? Ja, sagte er, ich habe die Hand dorthin gefasst, wo die Schmerzen waren. Ihm gesagt, wissen Sie, wir haben unterliegen einem Irrtum, wir behalten immer die Schmerzen, wir müssen aber gar nicht die Schmerzen behalten. Und sind Sie bereit, die loszulassen? Ja. So, und dann gingen die Schmerzen raus. Und dann fragte ich, wo sind die denn hingegangen? Ja, da hinten aus dem Fenster raus in diese drei Buchen rein. Und was machen die Buchen damit? Die wandeln die um in Kraft und Stärke, sagte er mir. Ich habe nichts vorgegeben, gar nichts. Ah, okay. Und möchten Sie die wiederhaben? Ja, sagte er. Und dann laden Sie die ein. Und dann kam die Energie zurück. Das heißt, er wusste nichts, also mit Gott hat er nichts zu tun gehabt. Dann hatte er gar keine Anleitung von mir vorher gekriegt gehabt. Ja, es passierte einfach. Es ist keine Technik, es ist keine Methode Direct Healing, sondern es ist nur eine Aktivierung einer Fähigkeit, die in uns ist. Okay. Von Möglichkeiten, die die Natur, das Leben, das Göttliche uns gibt. So, und für den einen ist es die Natur, für den anderen ist es das Göttliche, für den anderen ist es die höchste Intelligenz. Für den anderen ist das Universum. Wir müssen nichts machen. Also das ist einfach, es passiert. Wir müssen es nur erlauben. Keine Technik, keine Handhaltung, nichts in der Richtung. Ja, das hört sich wunderschön an. Und du hast mir vorher im Vorgespräch ja auch schon viele Beispiele genannt, wo du das mit Menschen gearbeitet hast oder sie begleitet hast und ihnen diese Möglichkeit der Aktivierung gezeigt hast. Zum ja. Beispiel auch bei emotionalen Prozessen, ja, bei psychischen Problemen. Kannst du da vielleicht ja. auch nochmal von einem Beispiel berichten? Ja, also ich habe jetzt, und das könnt ihr dann auch auf meiner Webseite sehen, Astrid Witt begleitet die Online-Konferenzen, anbietet. Und da war das Thema der Waldbrände im Amazonas. Und das ja. hat uns also ganz fürchterliche Angst gemacht. Ne? Also das hat nochmal die Angst gepusht. Die Angst ist grundsätzlich da. Die ist bei jedem da bei uns. Und können wir überhaupt noch überleben? Können unsere Kinder, unsere Enkel überleben hier auf der Welt? Und wie überleben die hier? Wie stark zerstören wir das? Das ist also eine permanente Angst. Wenn die Angst aber nicht transformiert ist, sondern im Bewusstsein ist, dann verschlimmern wir letztendlich noch die ganzen Situationen. Weil die Angst erschafft letztendlich angstvolle Taten, ja, Taten, die Angst machen. Also es ist wichtig, dass Angst als Bewusstsein hier verschwindet von der Erde und natürlich erstmal von uns selber. So, und da habe ich sie begleitet, das könnt ihr euch anschauen, das Thema Angst, machte ihr Herz ganz eng und zu, das ist auch eine Möglichkeit der Transformation, und es ging aus ihrem Herzen raus und dann transformierte sich das und dann, wenn sich's transformiert hat, kann man mit Menschen in Kontakt gehen. Einmal, die darunter leiden, in Kontakt gehen. Ja. Und dann auch, es gibt ja Menschen, die das verursachen. So. Und die haben ihre eigene Geschichte. Und wenn die solche Brände verursachen, dann machen die das, weil sie selber überleben wollen oder aus Profitgier. So. Und wenn sie es aus Profitgier machen, dann sind die so programmiert. Und das Herz ist nicht gerade weit und offen. Das heißt also, das bedeutet, irgendwelche Belastungen sind da, auch aus ihrer Kindheit, von ihrem Vorleben, von ihren Vorfahren, von der ganzen Gesellschaft. So, und dieses Herz, da ist es möglich, wenn ich selber ein weites Herz habe,
dass ich meinem Herzen erlaube, sich mit diesem Herzen zu verbinden. Und dann fließt Belastung in die Transformation rein und belastet mich zu null. Ich bekomme Glückseligkeit, ich bekomme Frieden, ich bekomme, wow, den Strom vom Göttlichen. Also ich spüre den jetzt gerade wieder. Und bei den anderen Menschen passiert was. Das sind jetzt im Amazonas natürlich unbekannte Menschen. Ne? Aber diese Beispiele, die gibt es auch hier jetzt in der Praxis oder mit Leuten von den Seminaren, die bei den Seminaren das gelernt haben. Ne? Eine zum Beispiel hat eine Eigentümerversammlung erlebt, voller Aggression in der Schweiz. Und dann hat sie gesagt, okay, die ganze Versammlung ist ein Transformations, das kann man trainieren, das hat man im Bewusstsein. Und die Menschen wurden friedlich. Oder auch eine andere Hochsensible, die Annegret, könnt ihr auch auf meiner Webseite sehen, unter Hochsensibilität. Sie hat von ihren Erfahrungen gesprochen. Für sie war es so, sie muss mit dem Zug fahren, ne, von Bad Nauheim nach Frankfurt zu ihrer Arbeit. Und wenn sie angekommen ist, da war der Tag schon erledigt von dem ganzen Bewusstsein der Menschen um sie herum. Jetzt macht es ihnen überhaupt nichts mehr aus. Das waren nur 4, 5 Begleitungen. Und jetzt sitzt sie da im Zug, sieht, oh, da sind wieder Menschen, die sich streiten oder Hunde, die nervös sind oder Kinder, die aggressiv miteinander umgehen. Und dann ist für sie das Ganze, der ganze Waggon ein Feld und sie kann spüren sofort, wie die Menschen sich verändern. Also das ist was ganz, ganz Tolles. Man bekommt nur Glückseligkeit zurück. Wunderschön. Ja, ich habe das erlebt, das war wirklich eine wunderschöne Erfahrung, so befreiend und Glückseligkeit, die ich dann auch gefühlt habe. Es war wirklich beeindruckend. Und das finde ich toll, dass du das sagst. Das ist eine Aktivierung von etwas, was wir sowieso in uns tragen, ja? Dass wir einfach erlauben, das abzugeben und wir jetzt nicht mit allem alleine fertig werden müssen. Und die Hochsensiblen, die sind so wundervoll. Also ich liebe hochsensible Menschen und in letzter Zeit behandle ich fast nur noch hochsensible Menschen. Und zwar liegt es daran, wir haben ein Programm mitbekommen, dass wir mit unseren 5 Sinnen hier auf der Erde überleben können, auf der Ebene der Materie. Und die Hochsensiblen haben einen offenen Sinn für Bewusstsein und spüren über diesen Sinn natürlich auch Angst und Traurigkeit und Hass aus dem ganzen Feld herum. Nur wer diesen Sinn für Bewusstsein hat, hat auch den Zugang zum göttlichen Bewusstsein. Und diesen Zugang zum göttlichen Bewusstsein, der hilft uns im Leben, der unterstützt uns so enorm, einmal natürlich auch in einem wunderbaren Zustand zu sein und dann auch unsere Fähigkeiten hier einzusetzen. Jeder hat ja eine Mission mitbekommen hier auf der Erde. Ja. Und gerade in der heutigen Zeit. Und ich brauche diese Verbindung zum Göttlichen, dass ich die Information bekomme, dass ich geführt werde, dass ich meine Fähigkeiten einsetzen kann. Und das ist so wunderbar zu erleben. Das ist so berührend für mich. Jedes Mal, also ich bin auch jetzt wieder berührt, zu erleben, wie schnell es geht, dass hochsensible Menschen keine Belastung mehr erfahren, sondern wirklich, wow, in einem Zustand voller Energie sind und voller Freude und über diesen Sinn für das Bewusstsein diese göttliche Verbindung so intensiv spüren. Ja, und dann ist es so, es ist ja noch viel, viel mehr möglich. Also für mich ist es so, durch Ahnentransformationen im großen Umfang, dann transformieren sich in ein paar Minuten. Das ganze heftige Bewusstsein der Ahnen kann sich transformieren in ein paar Minuten. Und wir selber haben dann eine Verbindung durch die ganze Ahnenreihe zum Göttlichen, weil die sind ja schon, wenn jetzt alle Anteile, die belastet waren, auch aufgestiegen sind, dann haben wir einfach diese Verbindung zum Göttlichen auch über die Ahnen, weil die ja schon in dem Göttlichen sind. So, und nur mal angenommen, dieses ganze heftige Bewusstsein, was hier von den Ahnen auf der Erde zurückgeblieben ist, was uns lebt, was in uns hineindrückt, förmlich, und alle Hochsensiblen können das spüren. Dann, wenn sich das alles auflöst, wenn sich das alles transformiert, dann kann man keinen Hass mehr haben und dann kann man keine Angst mehr haben. Dann lebt uns nur noch das göttliche Bewusstsein. Also dieses helle göttliche Bewusstsein, es ist natürlich alles Einheit. Ne? Es ist alles Einheit. Also auch das Heftige ist natürlich gehört auch zur Einheit dazu. Ich kann nicht
Ich kann nicht sagen, ich will in die Einheit gehen, ohne das Heftige, was momentan da ist. Aber ich habe mit der Transformation, mit der Hingabe die Möglichkeit, dass sich das wandelt in etwas Positives, in etwas Stärkendes. So. Und damit kann ich mich mit allem in Verbindung setzen, was heftig ist. Und es gibt mir Energie. Und über diesen Weg kann sich innerhalb von sehr kurzer Zeit, vielleicht sogar von wenigen Jahren, das Bewusstsein von allen Menschen sich verändern. Weil die Ahnen, gehen wir mal zurück, die verdoppeln sich ja immer. Und es können sich auch die Ahnen transformieren von anderen Menschen, die wir im Bewusstsein haben. Mhm. Auch innerhalb kürzester Zeit. Bei Annegret ist das passiert, ihr könnt euch das an. Also da bin ich so begeistert und mein Wunsch ist einfach, ja, ich ganz, ganz, ganz vielen Hochsensiblen das vermitteln kann und dass sich Selbsthilfegruppen an mich wenden, dass ich das einfach weitertragen kann. Spürt so diese Begeisterung, der du dabei bist. Das ist wirklich deine Mission. Jeder, der sich jetzt hier angesprochen fühlt, der kann sich ja direkt an Detlef wenden. Ich werde das in die Shownotes schreiben, deine Kontaktdaten, auch deine Webseite. Wo kann man denn eigentlich diese Videos sehen? Sind die bei YouTube oder sind die auf deiner Webseite? Oder also von meiner Webseite aus. Von deiner Webseite aus. Ja, da habe ich also unter Hochsensibilität sind dort Videos. Ja, da kann man Beispiele sich angucken. Beispiele sehen. Und wer mir schreibt, kann noch mehr Beispiele bekommen. Ich möchte nicht von allen Menschen, von denen ich Aufnahmen gemacht habe, die immer permanent ins Netz stellen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte da noch mehr Informationen haben, der bekommt dann so richtig ein DIN A4-Blatt mit den Zugängen von verschiedenen Menschen. Also das ist, da habe ich natürlich die Erlaubnis dazu. Ja. Ja, wunderbar. Und du hattest auch gesagt, dass du den Hörern hier ein besonderes Angebot machst von deinen Tätigkeiten, ne? Ja, und zwar mein Buch, was 2012 herausgekommen ist, ist eine Grundlage für Transformation. Und da gibt es wundervolle Meditationen noch dazu und auch Anleitungen zu den Transformationen. Diese ganzen Beschreibungen plus Anleitungen plus Videos unter dem Stichwort Hochsensibilität könnt ihr die für 20 Euro inklusive Porto bekommen. In Deutschland, in Schweiz, Österreich kommt ein bisschen was dazu, statt für 35 Euro. Das ist echt ein tolles Angebot. Und das ist dein Buch, was du geschrieben hast. Wie heißt das? Direct Healing. Plus der Videos, der Anleitung und plus Meditation. Meditation. Also ein ganz komplettes Paket für den Start. Und dann hoffe ich ja, dass ich viele von euch wirklich auch erleben kann in Seminaren. Ich gebe auch spezielle Seminare nächstes Jahr für hochsensible Menschen. Und gleich im Januar zum Beispiel eins in Kirchzarten. Aber das findet ihr alles auf der Webseite. Toll. Vor allen Dingen auch, hattest du mir vorher gesagt, dass du ein Interesse dran hast, jetzt auch in die Selbsthilfegruppen zu gehen. Wenn du als Hörer, Hörerin das jetzt mitbekommst und auch Kontakt hast zu einer Selbsthilfegruppe, stell das mal vor, der Detlef hat das angeboten, kommt da ganz gerne hin und das finde ich wirklich wunderbar. Und ich finde das so schön, dass es jetzt nicht das, wo man denkt, man muss das irgendwie lernen, sondern dass das irgendwie eine ganz natürliche Sache ist, die ja wir vielleicht vergessen haben und die du uns hilfst, wieder in unser Leben zu integrieren. Das ist so wertvoll. Vielen Dank. Wenn ich in Selbsthilfegruppen bin, dann machen wir auch eine Transformation dort. Also das ist ja so einfach. Machen wir auch mit der Gruppe dann. Eine Bitte, ein persönliches Anliegen. Ich möchte einfach meine Zeit einsetzen, damit ich andere Menschen unterstützen kann und das nahebringen kann. Ich möchte nicht viel Zeit damit verbringen mit dem Marketing. Das heißt also, all das, was an Unterstützung möglich ist, dass ich nicht viel Zeit hier für Administration und Marketing verwenden muss, das ist hilfreich und das kommt allen von euch zugute. Was können wir dann konkret dafür tun, damit du das nicht machen musst? Ja, vielleicht gibt es jetzt unter dem Zuhörer einer oder erkennt einen, der sagt, oh Mensch, ich kann das so super gut hier. Ich kann hier eine super Webseite machen oder ich kann Mailings formulieren oder
Ich kenne mich mit Facebook aus. Ah, okay. Und ich weiß, wie man da Menschen erreicht. Sowas. Ne? Mhm. Mhm. Oder ich bin in Kommunikation super gut. Oder wie auch immer. Oder sagt, ich weiß, okay, ich kenne jetzt so viele, die wären begeistert, wenn du die unterstützen könntest in irgendeiner Weise, wenn du da vorbeikommst, wie auch immer. Also all das, was die Zeit verkürzt. Ich sitze jetzt hier schon wieder 3 Tage an Einpflegen von Adressen und an Newsletter und solchen Sachen. Die Zeit könnte ich euch widmen. Mhm. Ja, das ist besser. Gerne. Jeder, der sich angesprochen fühlt, schreibt Detlef an und dann passt es zu einer sehr guten Zusammenarbeit, die sich noch gegenseitig bereichert. Das wäre ja grandios. Das wäre wirklich grandios. Das ist ja. Ah, das wäre genial. Wunderbar. Ja. Ich glaube, wir haben das jetzt erstmal gut rund gekriegt für die Einführung. Du hast das so begeisternd erzählt und ich kann es wirklich auch persönlich empfehlen, weil ich das selber kennengelernt habe und jetzt eben auch immer wieder probiere. Und das ist ein weites Feld, da gibt es noch ganz viel zu und vielleicht können wir dazu einfach nochmal zusammen sprechen hier im Podcast. Oh, gerne, Stefanie. Tolle Aufgabe. Du unterstützt das auch. Wirklich. Ja, danke schön. Das ist zu spüren. Vielen Dank. Ja, und ich mache es auch so gerne. Dann wünsche ich dir, dass ja jetzt wirklich auch die Menschen sich an dich wenden. Und ich danke dir für deine Zeit. Und toll, dass du das hier uns vermittelst und zur Verfügung stellst. Ja, es ist mir ein ganz großes Herzensanliegen. Bis bald, Stefanie. Ciao. Ciao. Ich hoffe, wir konnten dich jetzt mit diesem Gespräch inspirieren und diesen Gedanken auch mal weiter zu verfolgen, Probleme, Schmerzen und so weiter abzugeben, in die Hingabe zu gehen. Und Detlef ist da eine wunderbare Hilfe. Das tolle Angebot, was er gemacht hat, kannst du mit dem Stichwort Hochsensibilität bei ihm bekommen und du kannst dich gerne an ihn wenden. Er freut sich darüber. Es ist ihm wirklich ein Herzensanliegen. Ich persönlich habe das eigentlich mein Leben lang auch schon immer wieder ähnlich gehört von meiner Mutter, die sehr fest in ihrem Glauben verankert ist und mir immer gesagt hat, sie gibt alles ab an Jesus und an Gott. Aber ich konnte dem nicht so gut folgen, ich habe es nicht so verstanden, weil ich auch nicht auf diesen religiösen Gedanken einsteigen konnte. Wie Detlef das erzählt, finde ich das sehr gut nachvollziehbar und ich habe es auch erlebt und es war wirklich befreiend. Und das wünsche ich dir jetzt auch. Einen Tag, an dem du dich befreit fühlst. Viele Tage, an denen du dich befreit fühlst und die Lebendigkeit und das Leben genießt. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.